Also wir freuen uns, dass 32 Mannschaften heute hier am Sonntag bei uns in der Sachsenberg Arena angereist sind. Also, wie gesagt, es ist vollzählig das Turnier. Ich erzähle jetzt was kurz zum Ablauf, so dass wir dann pünktlich um 10 beginnen können. Ja, schlaffer Zeitplan. Kurz, hier, wenn irgendwelche Fragen sind, die unklar sind, also ich bin der Steffen, das von Matthias, wir sind die Turnierleitung, ja, final. Das heißt, die Zeit ist rum. Sonst solltet ihr aber auch nicht einfach vom Platz laufen, weil entscheidend ist der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter entscheidet.
Arnsberg gegen TSV Kossel-Aude. Thank you.
spielen, das darfst du nicht. Ja! Kilian, mal schneller reagieren! Komm! Thank you.
Yeah!
Weiter!
Bein, weil die Plätze eigentlich schon wieder vermietet sind. Ja, aber 18 Uhr, die Mannschaft, die jetzt hier spielen wollte, die warten extra wegen uns, bis wir hier fertig sind. Ja. Ich hätte gesagt, wer das Turnier ist, gab diesmal, oder heute gab es einige Verletzungen mehr, wie bei den letzten Turnieren. Ich hoffe, den Jungs geht es schon wieder etwas besser. Ja, mussten einige ins Krankenhaus. Ich hoffe, dass das alles wieder verheilt und die können bald wieder Fußball spielen. Mal ein Beifall an die Jungs. Ja, was ist hier? Ja. So, dann nochmal ein Dankeschön auch an unsere Schiedsrichter in der 1 Dresden-Nord. Platz 28, Spielgemeinschaft ESV Lockerbus gegen Chemnitz. Ich glaube, die sind auch schon abgereist. Nein, sind sie noch da, Jungs? Platz 27, Spielgemeinschaft FV Laubergast SG Schließen. Platz 26, BSV Bunzitz. Bunzitz schon weg. Platz 25. Platz 7, Dresdner SC. Platz 6, SG Olympia Leipzig. Platz 5, DSV Kosovo-Aue. So, jetzt kommen wir zum undankbaren vierten Platz. TSV IFA Chemnitz. So, Platz 3, jetzt gibt es schon den Pokal. SG Dresden Schließen, erste Mannschaft. So, zweiter Platz. SG Dresden Schließen, zweite Mannschaft. So, jetzt haben wir noch hier die kleinen Pokale. Torschützenkönig, bester Torhüter, bester Spieler und zwei weitere Spieler. Die machen dann das All-Star-Team komplett. Ja. Bester Torschütze, das haben wir ermittelt. Da gibt es heute einen Schützen, der hat 13 Tore geschossen und das ist der Till Löbel von USV Team Dresden. Das haben eure Trainer und Mannschaftsleiter uns abgegeben. Wir haben das ermittelt und die meisten Nennungen bekommen jetzt diese kleinen Pokale. Bester Torhüter ist gewonnen, eindeutig, das ist Maurice Geier von SG Olympia Leipzig. Eindeutig ist Markus Pechtel vom VfC Lautern. So, jetzt brauchen wir noch die zwei Spieler, die dann das All-Star-Team komplett machen. Und das ist einmal Sebastian Tebs vom TSV Rotation Dresden und
Felix Lottes vom Ernsthofer SV. So, ich glaube, jetzt wird hier noch ein kleines Foto gemacht. Ansonsten gut.